Und jetzt auch die schönen Studien dazu. Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Grover Cason. Christian ist gerade noch dabei, sein Haus zu erstellen. Bist du aber zufrieden mit deinem Haus hier in Grover Cason? Geht schon. Geht schon. Geht schon, geht schon. Also, er macht sein asiatisches Haus. Was sollte das hier jetzt bedeuten? Asiatisches Haus, weil wir in einem Urlaubsresort sind, in der Großstadt. Dass da ein asiatisches Haus manchmal nicht so richtig hinpasst, aber ja. Dann schau dir mal zusammen, wie fett das Bett ist, Mann. Das ist Doppelbett, ne? Für dich und deine Freundin, die du dir haben wirst. Für wen? Dich und deine Freundin, die du dir haben wirst. Das sagt der Richtige. Ja, das sagt der Richtige. Also wegschmeißen, ne? Soll ich mal anfangen und ein bisschen auspacken? Nein, pack nicht so aus. Du weißt doch, was ich raus will, oder? Pack lieber mal dein Bett aus und stell das irgendwo hin. Kannst auch einpacken. Bumm. Das ist alles Skript hineingegeben, Alter. Es gibt noch einen Couchtisch. Oh damn. Schränkchen. Oh, wie süß. Ein Schränkchen. Perfekt. Schau mal, er sieht okay. Sieht doch gar nicht so scheiße aus. Ja. Oh. Wie lange Sätze brauchst du noch für die Resteinrichtung deines Hauses? Hast du im Prinzip einen halben Part Zeit. Viel zu lang. Also du hast noch gut, keine Ahnung, 15 Minuten, Viertelstunde Zeit. Wirst du denn bekommen? Was? Wie lange habe ich Zeit? Viertelstunde. Für dein Haus zum Planen hier. Und wieder noch ein Sport an ein paar Sachen. Du wirst einen Sportart noch machen. In dem Part, ja. In den letzten Part und den letzten beiden Sportarten. Dann haben wir das Resort fertig. Oh ja, stimmt. Aua. Ja, besser so. So. Thank you.
Alter, so kann man gar nicht. Das kann man gar nicht lang stehen. Achso, ja. Oh, ich hätte auf den hinstellen können. Und zu. So halb zumindest. Hallo. Auch wieder da. Auch wieder da. Okay, grandiose Reaktion. Toilettentisch. Hey. Schwein. Was ist los? Schwein, was es gibt. Ein Toilettentisch. Ja, moin. Lel. Geht doch einfacher. Okay. Massive. Der ist echt massive, Alter. Ippa. Perfekt, Alter. Ah, perfekt. So, und kommst du voran? Ja, ganz gut schon mal her. Das Schlafzimmer ist schon so nice eingerichtet eigentlich, das passt. Gut, dann kommen wir langsam zum Ende so. Von deiner Einrichtungs... Ne, das passt ja so. So, ich bin eigentlich so ziemlich zufrieden. Gut, dann lass doch den Stuhl einfach da stehen. Ne. Ich verziehe das Ganze ein bisschen rüber. So. Jetzt sieht's super aus. Jetzt sieht's besser aus, ne? Ja. Oder? So, haben wir hier noch so zwei Regale, falls man was braucht irgendwie. Süppchen. Perfekt. Perfekt, Alter. So, mache ich da oben noch ein irgendwie Fan oder sowas hin. Alter, das ist eine fette Klotze, Mann. Hui. Schau dir mal das hier Teil an. Ja, das Ding ist nice. Da ist auch das Regal drauf. Da drauf. Ja. Das geht nicht schon. Achso. Das andere. Ich kann es auch so drehen, das geht nicht drauf. Ja. Ist der. Zu groß. Hast du gehört? Ach, hab's verstanden. You have understand. Noch den mit der TV-Bank. Couchtisch, klein oder großen Couchtisch? Groß. Das ist der große, wie sieht der Eider, der ist viel. Ja doch, der passt eigentlich sogar dazu. Kann ich hier noch eine Couch hinstellen, dann passt das eigentlich, Mann. Ich meine, das ist eigentlich total geil. Ja. So, passt drauf.
Doppelcouch. Hat genau dieselbe Größe. Perfekt, schon. Ja, passt doch. Oder soll ich gleich hier so eine Eckcouch hinstellen? Nö, nur zu lassen. Ich schau mir mal die Eckcouch an, wie das ausziehen würde. Es wäre so, es wird so aussehen. Nee, ich find's so schöner. Ja. Gut, dann passt doch so. So. Gibt's hier den Esstisch, das so mehr oder weniger ein kleines Wohnzimmer. So, dann ja, Kommode XL. Kann man hier hinstellen, so. Ist das so ein bisschen abgetrennt. Jetzt will ich noch einen Toilettenraum machen. Scheiß aus, mache ich glaube ich unten noch hin. Renovierungsmenü. Umbau. Ja, ich will schon diese Villa, das schon, aber ich will den Raum kurz unterteilen. Wäre ich sehr zufrieden. Zimmer links. Mach ich unten einfach drei Zimmer hin, passt schon. Genau. Perfekt. Okay. Hätte wieder alles rausgelöscht, oder? Die dumme Aber mach das nicht in vorne jetzt. Das ist jetzt einfach egal. Ach, weißt du was? Nee, du bist im Erdgeschoss. War das nicht hier oben? Ich habe beide gerade angeschaut. Willen Gelände. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher, dass ich zum Willen Gelände will. Aber wir haben das Bauen gesehen. Wenn du das umänderst, müsstest du alles wieder neu einrichten. Ja. Also ich werde mich da mal so privat, wenn ich mal Zeit habe, baue ich mir eine coole Villa in dem Spiel. Kannst du auch dann nochmal irgendwann mal bauen. Ja, aber dann das nehmen wir nicht, aber das ist viel zu viel Arbeit, Mann. Genau, aber nicht jetzt während aufnehmen. Okay, was gibt's sonst noch so? Ja, mach mir einfach mal unsere Aktivitäten weiter. Ich würde erstmal schauen, was da so Leute, was die so anbieten, würde ich erstmal so ein bisschen rumschauen. Ja, aber ich brauche nicht mehr Spiel machen. Jeder bietet da irgendwie Klamotten an, schau mal. Warte kurz. Warte, ah moin, man kann einfach so nahe gehen, seine Villa dann. Die hat Outfits. So, man kann hier reingehen, das ist höchst einrichten. Ich weiß schon. Und das ist dann seine eigene Villa mit Strand daneben dran. Ja. Das ist geil. Schau mal, wie ein Outfits aus. Hol dir auch so ein Pinguin-Outfit. Hä? Hol dir auch so ein tolles Pinguin-Outfit. Scheiße. Scheiße. Aber hier sind irgendwie immer so Hunde im Hintergrund, siehst du? Ja, die Entwickler mögen halt Hunde. Die Entwickler mögen halt Hunde. Finde ich gut, mag auch Hunde. Kommt man das erstmal drauf, ne? Glaube ich dir irgendwie nicht, dass du Hunde magst. Das glaube ich dir nicht. Schuhe. Perfekt. Schau, sieht man halbwegs normal aus, so. So, perfekt. Super. Super. Aber hier sind wir quasi in der Stadt, aber dann wiederum ein bisschen abgelegen an so einer schönen Villa. Wie kommt mir Sippe eigentlich da hingekommen zu dieser Villa? Durch dieses Villen-Ding. Ah. Ding-Ding-Dong. Und drückt mal nix, weil es haben wir jetzt mal ein bisschen um. Wenn du das druckst, ist es halt umsonst am Arsch. Hallo, ich talk jetzt mal den hier an, okay? Nein. Ich talk jetzt mal den Hundeflüsterer an. Hey, schau, das ist ein Hund. Aber dann talk... Echt, das ist Mira? Ja, das ist Mira, schau hin. Was macht dieser Hund mit Mira? Einfach mal Hundeexperten anlabern. Ich weiß doch auch nicht. Schon wie er da sitzt, wie so ein Erdmännchen, das Alter. Das ist mein Hund. Möchtest hier. Du vielleicht heute einen Hund haben? Empfehlen. Heute kann ich Chibi. Nein. Ja. Ja, okay, dann hast du einen Hund. Drück A. Jetzt hast du einen Hündchen. Oder? Ich weiß, ja, anscheinend. Ich hab kein Hündchen, aber jetzt will ich mal die Mira holen.
Hey, schau mal, ich hab mein Hundi. Ich hab die Chibi, Alter. Schau mal, hier kann man Leute anleiten. Ah, warte mal, ich will... Mach mal weiter, oder? Willst du schon? Resort. Geil, auf Resorts. Ja, gehen wir wieder zurück in den Resort. Ne, warte, ich will erst kurz das nachschauen. Ich hau noch mal ganz kurz hinein in die Villa. Ich renne mal kurz in meine, das sieht von außen echt schick aus. Das ist innen zwar nicht eingerichtet, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Der Tier wird meine wieder. Wenn ich die mal einrichte irgendwann mal. Ich muss dich auch mal einrichten. Komm ja irgendwann sieht mal aber machen. Eigentlich echt schön aus. Ich glaube, du kannst trotzdem reingehen. Ja, gleich renne aber jetzt gerade erstmal außen rum. Das ist geil hier. Das ist das richtige tropische Urlaub hier mit dem Balkon. Wo die Ventilatoren oben sind. Ob man das Meer im Blick hat mit dem Dampfer. So, das ist erst Urlaubsfeeling. Hey, schau mal. Hier hängt ein Fernseher. Hey, das ist ein Foto von uns. Ja, moin. Das letzte Foto, was wir gemacht haben, hängt hier. Das ist ja geil. Das Skateboard, siehst du es? Ja, ja. Geil. So, ich glaube, bei mir hängt auch ein Foto von uns. Unten. Dürfte bei dir auch dort hängen, ja. Irgendwo, ja, so hier, siehst du? Ja, du hast genau das gleiche Foto. Ja. Schau, hier hängen auch ein paar Fotos. Ja, ja, bei mir auch. Schick, schick. Schick, gell? Gehen wir wieder zum Resort, oder? Schau, bei mir ist das da so schön offen. Sieht richtig schön aus. Ja, ich hab auch einen schönen Blick. Alter, das sieht geil aus, schau mal hin. Sag dir meins nochmal. Du bist offen da. Ja, man sieht halt so aus. Mit Blick auf den weiten Ozean. Bei dir sieht's anders aus als bei mir. Ja. Schau bei mir, ich kann richtig hier schön schon die Dampfer sehen. Ja, ist auch. Ich kann hier richtig schön die Küste sehen. Vor allem war hier so ein Dampfer. Schau, bei mir ist der Dampfer hier. Ja, bei mir war da vorne auch da. Da hinten ist einer. Das ist ganz schön. Eigentlich haben wir denselben Blick, mehr oder weniger. Mehr und weniger, ja. Man kann sogar hier durchschauen. Ja, ist auch. Na gut, dann gehen wir wieder zurück zum Resort. Lol, man kann springen. Wir gehen zuerst ins Menü, um einen Hund zu aktivieren und dann ins Resort. Warte, ich hack was. Was? Bild, warte, ich will mal kurz ausprobieren. Schau, ich kann springen. Zack. Schau, ob du in die Bilder springen kannst mit Super Mario 64. Ich probier's aus. Das wird nicht gehen. Duck! Du musst jetzt sowas von Mario 64 einbauen. Musst du machen. Ja, gut. Man muss echt machen. Könnte es. Ja, macht es. Mal sehen. Der hat einfach so, scheiße, ich bin Mario. Fuck. Sehr schön. So, jetzt registrieren wir uns mal mit neu. Also Resort. Wir sind im Start Resort. Oh, Nacht, cool. Nacht, machen Nacht, wir Nacht. Nacht. Der hat... Kann man jetzt die Leute auswählen? Ich hab nichts gemacht. Stimmt doch, ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. So. Mir hat nur so, ich hab nichts gemacht im Mikrofon. Alter, es sieht geil aus, ne? Nacht sieht viel geiler aus. Jo. Und ich ist einfach mal wieder Tag jetzt hinter der Wer will das, wer will das fertig haben, ruf mal bei mir an und frag mal, wann ich zu Hause sein soll. So, okay, irgendwie konnten wir nichts auswählen, aber es macht nichts. Da geht's zu einer aus der vielen Sportart, wo ich einfach jetzt mal hinfahren werde. Damn, son. Fahren wir mal so ein bisschen entlang. Oh, schick. Oh, das war schick. Wow. Hier ein bisschen langsliden, Alter. Hey, das ist ein Mizi. Ich seh dich. Hey, warte mal kurz, komm mal her, komm mal her. Schau, was du machen kannst. Warte. Du musst warten, bis der ein bisschen vorbei ist. Dann fährst du den hinten drauf. Schau her. Ja. Siehst du es? Ja, ja. Mach auch mal mit. Jetzt ins Kawaii Resort. Das ist ein Hotel, glaube ich, ne? Ja. Ich trau mal, ich komme zu dir. Okay. Mach das, das gewinnt das. Dann geht's los. Powerboxen. Papa, Mann, Training.
Wir können am letzten Part kommen zum Resort fahren mit dem Ding. Bei meinem Training verwende ich täglich den Powerbox. Da ist er sehr schön hier. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Ich weiß gar nicht, was man machen soll. Du bist, glaube ich, jetzt erstes dran. Vier. Also so von mal Deid. Du solltest erst Kraft sammeln. Und jetzt, oder? Besser. Leichtgewicht. Ah, aber da kann man ja so easy going theoretisch auf 1000 kommen. Ja, du hast geschafft, oder? Nee, ich mal. Nee, nicht ganz, oder? Ja, nicht ganz. Schade. Ah, ich möchte das aber nochmal machen. Ich probiere das mal. Ja, das ist jetzt kurz hin und her. Ich bin aber auch echt so nice gewesen, dass ich konnte. Mal auf Fuß hoch. Hey, the fuck. Du bist auch nicht viel besser. Ja, moin. Ich will es nochmal ausprobieren, ich weiß jetzt nicht, wie es geht. Aber du hast doch keine 1000. Ja, ich weiß aber jetzt, wie es geht. Ja, ist auch. Machen wir beide noch mal eine Runde. Wir haben beide richtig hart gefailt, Alter. Ich habe es zwar in die A gedrückt, aber okay. Ich vorhin auch nicht. Ich tue aufdingsen, das macht gar keinen Sinn. Du darfst nicht zu schnell machen. Was nicht so schnell? Du musst beide außerdem gleichzeitig machen. Was? Beide Sticks gleichzeitig. Schau, sagt sogar beide. Schau, merkst du was? Und jetzt, wenn du so machst, muss es muss es orange sein, das wäre das Beste. Ah, na, egal. Also, mach's mal, wenn du so meinst. Ich probier's jetzt mal aus. Schau mal, ob du es schaffst. Oh, mach's mal. Bam. Puh. Ja, alles klar. Schwergewicht. Viech, Alter. Du hast es ja jetzt schon hier. Ja, ich weiß, wie es geht. Nein! Was war das? Das war, weil ich was aufgemacht hat. Ich war zu schnell. Was? Ich hab nichts gedrückt. The fuck? Ich hab's nur hochgehoben und er hat's mir gemacht. Alles ist geschafft. Der hat's dir gemacht. Mal, wenigstens einer hat's geschafft. Ist Glatze wenigstens. Ja, dann klatsch. Ja, ist Klatsche. Klatsche. Klatsch. Es geht so. Sehr schön. Da ist noch was drin. So, ja, das Training heute war sehr lustig, hat Spaß gemacht. Und ja, im nächsten Part wird's lustig, denn da geht's weiter mit Reifen. Wir werden sie verlieren, Alter. Ja, drück mal dann die Eier, Alter. Ich hab A gedrückt. Ja, Controller liegt auf meinem Bein, er drückt drauf. Da, ja, hier ist rote Zone. Alles klar. Keine Angst, ich will nichts von dir. Ich bin wirklich nicht sicher, du. Also, im nächsten Part geht's weiter. Weiß ja nicht, was du für Neigungen hast. Mit was Make-up. Im nächsten Part geht's weiter mit Golfiger, Leute.
Bis dahin würde ich sagen, ist verdammt gegen Leute hier. Macht's gut, bis dahin. Und ciao! Kann man da hochfahren? LOL! Alter! Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!